Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennst du TikTok? Diese App ist ziemlich scheiße. Es ist quasi Musical.ly, nur halt jetzt anders. Ich habe jetzt ein Video von PewDiePie gesehen, in dem der auf Cringe-TikToks reagiert hat. Und ich denke mir halt, wieso lädt man sowas hoch? Es gibt aber auch auf TikTok hier noch andere Leute. Aber auch die sind cringe. Und ich frage mich, wieso sind die berühmt geworden? Wieso feiern Leute das? Eins, was sie machen, ist irgendeine Scheiße lip-synchronisieren und fertig. Ich habe dann gestern ein Video gesehen von Ryan Trahan. Rahan, das ist ein Hahn, weißt du? Und dieser Hahn hat ein Video gemacht, in dem er versucht hat, auf TikTok berühmt zu werden in 24 Stunden. Aber ich frage mich jetzt, wie das auch, wenn ich das mache, in Deutschland, finden wir es heraus. Ich habe schon mal ein Video gemacht, in dem ich in einer Stunde versucht habe, Ukulele zu lernen. Kannst du mal hier oben in der Ecke angucken, wenn du es sehen möchtest. Ich glaube, dieses Video hier wird, obwohl ich mehr Zeit habe, wie soll ich das sagen, schlechter, weniger Ergebnis haben. Ich versuche jetzt also in 24 Stunden berühmt zu werden. 1 Million Follower, realistisch. Also der Typ hier, der Hahn, hat es geschafft, 200 Fans zu bekommen. Ich denke mal, das schaffe ich nicht. Also was glaube ich realistisch, vielleicht so 20 Fans. Aber mal gucken, ob ich es vielleicht doch schaffe. Vielleicht 1000. Vielleicht 1000 ist vielleicht noch realistischer. Oder 100. Keine Ahnung. 1 Million. Das ist mein Ziel. Aber bevor ich das mache und rausfinde, ob ich schaffe, berühmt zu werden, gucken wir uns ein paar Cringe-Videos an. Tun wir es dazu mit... Falsche Richtung. Tun ist ziemlich, dass der Ton ziemlich scheiße ist. Also jetzt gerade, weil die Kamera gerade, glaube ich, nicht so gut im Mikrofon wie mein iPhone. Ich muss sonst immer filmen, aber juckt keine, oder? Wenn ich hier TikTok eingebe, ist einfach der dritte Vorschlag cringe. Das erste ist Werbung, okay. Oh, das ist TikTok-Werbung. Jetzt ist die Cringe weiter unten. Also, das erste Video. I guess I'll just have to show you what you're missing. Was zum Fick? Was ist das für eine Scheiße? Warum lädt man sowas hoch? Verstehe ich nicht. Also man kann sich jetzt hier auf TikTok anmelden. Ich habe schon gern Bock mehr jetzt auf diese scheiße Plattform. So viel Cringe auf dieser Plattform. Zu viel. Aber vielleicht ist es ja, wenn ich das selber mache, besser. Ich mal gucken. A few moments later. Soll ich ein Profil erstellt hier? Etty Netjas. Das wird scheiße cringe, Alter. Wie man sehen kann, ich folge keinem, ich habe keine Fans und ich habe auch keine Herzen. Und das wird sich jetzt in den nächsten 24 Stunden ändern. Wie blöd war ich jetzt? Wir haben gerade 9:07. Das ist doch schon ein Profilbild, oder? Fokussier mal. Das ist doch ein schönes Profilbild, oder? Nein, Spaß. Ich nehme einfach irgend so ein Bild hier so. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Das ist ja geil. Das ist jetzt mein Profilbild. Kann ich hier auch aus einer Aufnahme was hochladen irgendwie? Kann ich einfach mal eine Sache, die ich auf Instagram gehostet habe, hier nochmal hochladen? Das ist doch eine Idee, Alter. Das ist doch eine saustarke Idee. Hashtag kann ich eingeben, was mache ich denn für Hashtags da rein? Jetzt fokussier doch mal. Jetzt veröffentlichen. Es ist online. Boah. Vielleicht solltet ihr auch nicht irgendwie auf Instagram oder so dieses TikTok-Zeug teilen und auf euch Leute sagen, dass wir mich abonnieren sollen, weil ich möchte ja von Grund auf hier mein Following aufbauen. Ganze 10 Leute. Mal gucken, wie das so funktioniert. Wenn ich das so mache und einfach nur Instagram-Videos poste, ich glaube, dann würden die User auch sehen, ey, kannst du auf Instagram posten, aber nicht auf TikTok. Weil ich will einfach nicht so ein Video machen, in dem ich einfach eine Lipsynchronisation mache oder so ein Scheiß, weil das ist einfach so komplett cringe. Aber ich glaube, das muss ich machen. Warum kriege ich Benachrichtigungen von irgendwelchen Leuten, die Live-Übertragung machen? Ich like einfach mal ganz kurz alle Posts. Vielleicht denkt sich ja jemand, lol, ich glaube, aber das bringt gar nichts, oder? Geh mal auch damit, das macht keinen Sinn. Was haben noch im Instagram-Video? Hey Siri, ich bin dumm. Ich glaube, ich muss einfach jetzt einen TikTok machen. Ich mache keinen Song, ich mache eine Komödie. War ein bisschen Wasser, wo tropft das ja? Wir sind sehr, sehr dämlich. Das passt doch. Das ist doch mein Leben. Ich hab doch hier so eine... Alter, ich bin krass. Ich hole jetzt eine Cappy. Nee, doch nicht. Ich spiele jetzt 2 Charaktere, das heißt, ich muss die irgendwie auseinanderhalten. Und deswegen lege ich mir einfach jetzt einen Lappen auf den Kopf. So. Geht. Alter, nee, scheiße. Das kommt halt scheiße, aber besser als eben das erste. Hochgeladen. Mal was fragen? Wieso seid ihr eigentlich so gut drauf? Belastet es euch gar nicht, dass die Welt vielleicht bald untergeht? Soll ich ihm unser Geheimnis verraten? Mhm. Komm mal her, komm her. Wir sind sehr, sehr dämlich. Also das erste hat schon 4 Views und das zweite hat 2 Views und das neueste hat gar keinen Views. Ja, ich würde einfach mal tick, fuck, geh weg. Ah, Hilfe. Ich mach jetzt ein paar, dann melde ich mich gleich, wenn ich Follower habe oder so. Tschö. Nee, nicht tschüss. Bis gleich. Hier kam noch die Benachrichtigung. Boah. Gerade eben hat Elisa 2006 live und anderen gefällt dein Video. Das hat gar keinen Sinn gegeben, aber... Das Video hat 6 Likes? Okay, eins davon war ich, aber das Video hat 6 Likes und 16 Aufrufe. Wie heißt das hier? Das ist das Video, was ich auf Instagram hochgeladen habe. Das hat ein Like von mir selber. Aber wenn ich hier durch reingehe, das sind 6 Likes. Ich habe auch noch keine Follower. Aber ich habe schon mal 5 Likes von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe schon 8 Videos hochgeladen. Krass, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass die Qualitätsansprüche bei den Videos noch tiefer fallen können.
Aber es ist auf jeden Fall gefallen. Das Video, was eben als erstes ein Like bekommen hat, hat jetzt schon mittlerweile um 10.45 Uhr 106 Aufrufe und 9 Likes gerade. Mit meinem, also eigentlich 8 Likes mehr. Also die ersten 3 Likes auf diesem Video stammen von Dada, Jeder und Dada. Krass, oder? Ich habe 3 Fans und einen Kommentar bekommen. Noch ein Kommentar. Ach du Scheiße, was ist da los? Da, der Lachsmiley. Hier, User 60279485 folgt mir. Wie kann das nur 6 Likes haben? Nee, 6 Lines. Keine Ahnung, was sind Lines? Gibt's das hier irgendwie auf YouTube oder Sachen und schreibt Fehler? Ich hab keine Ahnung. Manuel Merkel 8 folgt mir. Ey, das ist der Sohn von Angela. Von Angela Merkel. Angelo Merkel, genau, du heißt der Typ nämlich. Ja, kannst du. 49 Likes und wir haben gerade mal 11 Uhr. Es ist 11 Uhr und ich habe, ja, kannst du ja sehen, ne? Also dieses Kommentar, wie es sortiert ist, hier ist richtig behindert. Aber naja, ist geil, ne? Ich hab noch auf. How much is the Christmas tree? Ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden Pause gemacht, glaube ich, falls, immer 13 Uhr. Gucken wir mal, wie es geworden ist. Jetzt muss ich noch Licht anmachen, wieder hier, ne? Licht anmachen. Also, ich gehe jetzt hier rein in die App. 11 neue Follower, 11 Likes und ein Kommentar. Video hat 4613 Aufrufe. Das ist krass. Ich habe jetzt 42 Fans. Ich habe nach, wie viel habe ich jetzt gemacht? 4 Stunden? Nach 4 Stunden TikToken habe ich jetzt 42 Fans und 635 Herzen. Und das Video hier hat 482. Also nicht 481, 2 davon nehme ich echt einer. Die Kommentare sind so unübersichtlich hier bei dem scheiß Lex TikTok. Warum wird mich die ganze Zeit immer 2 Likes angezeigt ganz oben bei den Benachrichtigungen? Das ist doch behinderte Scheiße. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf TikTok, aber keine Ahnung, aber was, aber was ist das? Oh, ich kann hier swipen und dann kommt hier krasse Filter. Hey, pa, tschüss. Did you switch the bags? Jetzt haben wir 19.06. Ich war jetzt seit, keine Ahnung, wie lange nicht mehr drauf. Ich habe nachher jetzt auch noch ein paar TikToks gemacht. Ich öffne jetzt die App. Das haben wir uns irgendwie spektakulärer vorgestellt, dass hier einfach keinen Aufruf mehr bekommen. Es hat immer noch 4831. Ich werde irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich habe jetzt 862 Herzen und 71 Fans. Post sie einfach jetzt wohl. Wie gesagt, die Qualitätsansprüche sind endlich nicht mehr da. Wenn jetzt irgendjemand diese Plattform feiert, ich will ja natürlich nicht irgendwie eingreifen oder haten oder sowas, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Auch wenn ich das gerade mache und sehe, kannst du mir ja Kommentare schreiben, dass du das feierst. Vielleicht auch, warum du das feierst, was da krass ist oder so. Vielleicht sind auch nur die falschen Leute hier gerade. Also schreib mir mal, wenn du die Plattform nutzt, deine Lieblings-TikToker in die Kommentare. Dann gucke ich mir die mal an. Vielleicht wird es über Nacht irgendwie irgendwas krass hier. Aber ich meine, 71 Fans ist ja eigentlich komplett scheiße. Da habe ich am Anfang mit weniger gerechnet, sogar. Teilweise. 1 Million, das ist mein Ziel. Wir sehen uns morgen wieder. I have many faces. Cute. But here's my number. Don't call me maybe. Chill. Damn, it feels good to be a gangster. Sexy. We got any supplements. I'm all the better. And also funny. Here I am, once again. Feeling lost with now and then. I'm breathing in to let it go. Was? So, jetzt sind wir ein bisschen zu spät, lol. Und ich weiß, also 14 Stunden, da war ich nicht in der App drin. 14 Stunden oder so war ich nicht in der App drin. Und wir sehen, wieder Werbung, scheiße. Da habe ich mir jetzt mehr vorgestellt. Das Video hier mit dem Emoji, mit einem richtig lustigen Witz, 7 Kommentare bekommen. 11 Likes, ein Kommentar, du rennst. Okay, dann warte ich anscheinend. Ich war in 24 Stunden und dann 86 Fans. Ist doch eigentlich komplett scheiße. Nur ein bisschen, auch nicht ganz selbst. Halt, stopp, jetzt der 4.11. Sind also ungefähr so 1-2 Wochen, wie viele vergangen sind. Und jetzt gucken wir mal, wie viel ich geschafft habe. Nice, gleich ist mal unsichtbar geworden, das ist natürlich ganz nice. Ich habe 113 Fans. Ja. Und ziemlich krass so. Ja, dann wieder zurück in die Vergangenheit, ne? Den Content, den ich hochgeladen habe, hat nicht 86 Fans und 1045 Herzen verdient. Diese Videos natürlich schon, die sind ja von meinen Vlogs, ja. Die andere Scheiße ist einfach komplett scheiße. Diese App ist, naja, nicht meins, sag ich mal. Wenn die nicht deins ist, dann lass mal ein Like da. Lass mich jetzt hier abonnieren und hier noch andere Videos von mir angucken.